I had it in my head, but it was not the main, because I made already a few games last season, also the last game as a captain from the beginning, so it was not so much new, but of course more for us it was start of the era after Matti's retirement. It seems the first game as official captain was an easy game for you. I will not say that. I think we started well. We had good chances. I think from first three chances we scored two goals. So, of course, after you are 2-0 in front, you can play a little bit calmer. But it doesn't mean that you don't have to be active. So we always still motivated each other to be active. Also, that we wanted to score another goal. Then in the end, in the second half, I think we could score the third goal earlier, but in the end we got it in the end. So we are happy for the win. Erstes Spiel für den FC Basel, erster Sieg, erstes Tor. Herzliche Gratulation, das war der perfekte Abend für dich. Ja, danke vielmals. Ja, ich denke, mit dieser Mannschaft kann ich viel lernen. Und heute bin ich reingekommen. Ich bin glücklich, dass die Mannschaft helfen könnte. Und ja, besser geht vielleicht nicht, aber ich habe noch zwei andere Möglichkeiten, wo ich besser machen könnte. Du hattest diese Chancen gerade angesprochen. Wie wichtig war es für dich, dass du am Schluss mit der letzten Aktion das Tor dann doch noch erzielen konntest? Ja, wichtig ist jetzt im Moment, dass ich Spielpraxis sammle. Jedes Mal, dass der Trainer mir die Chance gibt, um in die Platz zu sein, ich möchte das zurückgeben. Und ja, ich arbeite jede Woche hart mit der Mannschaft, zum Chance kommen. Und ja, ich bin glücklich, wenn das kommt. Wenn das nicht kommt, vielleicht kommt das nächste Mal. Wie wohl fühlst du dich in dieser Mannschaft schon? Ich fühle mich sehr wohl. Die Mannschaft hat mir sehr gut genommen. Sportdirektor, alles betreuen, haben mir sehr viel geholfen. Ich freue mich wieder in die Schweiz zu sein und zum Spielen. Und ja, es bringt mir einfach viel in dieser Mannschaft. Ouais, c'est vrai que ça fait plaisir d'enchaîner les buts. Surtout parce qu'on a pu gagner ce match, donc c'est vrai que c'est encore plus gratifiant. Mais le plus important, c'est qu'on ait gagné ce match et le dernier, on est sur une bonne lancée. Et voilà, il faut continuer. Der Tommy hat nicht glaub groß müssen eingreifen, sind alle immer aufs Goal gegangen. Also denke schlussendlich haben wir verdient gewonnen, weil wir in dem gegen den Schluss hätten wir noch 3-4 Goal können machen. Also wo wir gegen zwei Situationen vorne gehabt, aber ja, zum Glück haben wir am Schluss noch 3-0 gemacht.